hier nicht rein. Ach, nun treffe ich auf einmal, ne? Die Box mögen schon mal keine Skelette. Wahrscheinlich zu verfolgen, aber ich bin schon mal nicht. Soll mir egal sein, so kann ich sie einfach anmetzeln. Was mir wiederum gefällt. Das gefällt mir nicht. Hoher Tempelwächter. Aua. Du machst ja mehr Schaden. Das ist ein normales Skelette. Ups. Und eine falsche Taste gedrückt und schon hat man... Bam. Probleme. Gut. Wir saufen ein paar Tränke. Tun uns, wer die Welt heile. Gut, hat der Skelettmagier noch Schnitter? Was ist das denn? Gleitbeschwören, dachte ich mir doch, der hat doch auch noch was. Selbe Beispiel, weicht nach, weicht mit dem Rücken zu mir aus. Aber sie bietet mir seinen Rücken da und trotzdem... Ach, vergessen wir es. Gut. Haben wir das auch geklärt? So, es ist zurück zu Xardas. Xardas. Na gucken. Da kriegen wir noch was Nettes. Belohnung oder so. Hier, Henry, hast ein Leckerli. Hast du eine Schwert für mich gefunden? Jetzt kann ich selbst einen Schäfer töten. Du brauchst ihn nicht mehr. Tschüss. Na gut. Ich hoffe, so ist Xardas nicht drauf. Jedenfalls wäre es aber eine Option. Ich meine. Warum soll er... Na gut, vielleicht sagt er lieber, lass ihn erstmal den Schäfer killen, dann kitte ich ihn. Das ist auch nicht schlecht, aber... Naja, mal sehen. Henry hat ein Schwert. So, wir hoffen, dass der Ladebildschirm nicht aufhängt. Nein, tut er nicht, das ist sehr schön. Denn jetzt kann ich nochmal abspeichern. Ich speichere ganz häufig. Hat einen Grund. So, jetzt teleportiere ich einfach zu Xardas. Macht ja auch Sinn. Die soll direkt wieder zurückkehren. Das mache ich dann ja auch. So. Dieser verirre ich mich nicht im Turm. Das wäre auch lächerlich. So. Hallo, Xardas. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Yay. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Hä? Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Oh oh. Xardas, du hast einen mächtigen... Oh mein Gott. Das sah gerade komisch aus. Gott, ist das Schwert, Hammer. Interessant. Hier steht Uriziel.
Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Na, das stimmt. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Die Andeutung war doch genial, oder? Etwa ein Haufen, der groß genug wäre, die Barriere zu sprengen. Ja. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die paar zusammengeflickten Minecrawler-Platten haben im unterirdischen Tempel einfach zu viel Liebe durchgelassen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Hm? Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Ich suche magisches Wissen. Hast du noch was Schönes? Alter her. Ja, du hast Sumpfkraut, toll. Das brauche ich unbedingt. Wahre Macht, Lernen, Lehren und Schlacht um Varant. Götter, Tagebuchseike. Achso, schon habe ich ihn ja verkauft. Wie auch immer. Ich glaube, der Große habe ich noch verkauft. Er hat ja nur, auch nett. Skelett beschwören, Golem beschwören, Dämonen beschwören. Golem beschwören wollte ich mir gerne noch mal ein bisschen holen. Und hat er noch was Schönes? Armee der Finsternis. Wert 666. Ich glaube, es sollte ein Spaß sein. Noch ein Easter Egg. Ein passives. Na gut, dann werde ich ihm mal ein paar Sachen los. Super Äxte mal. Ah, jetzt kann ich Uriziel haben. Waffenschaden, oh. 90 sogar, ja, das kann ich benutzen. Gott, ey, ich kann mir eine Finsternis dazu holen hier. Gut, machen wir das so. Uriziel sieht einfach. Ist stark da. Eine der geilsten, also die geilste Waffe des Spiels. Ne? Großmächtig. Gut. Abspeichern. Wir nähern uns dem Ende. Ja. Geronimo, ich will sterben. Das klappt doch wunderbar. Mit dem Sterben, meine ich jetzt. Gut, das war das alte Turm. Wie komme ich jetzt hin? Ja, eigentlich so, nicht? Na? Oh, hat geklappt. Gut. Soll ich mit irgendwie im Wasser landen? Komm, lande im Wasser. Der Wasserspiegel ist so flach. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Let's fail. Erst Bug, jetzt fail. Typisch. Also der Sprung vom Turm war nie meine Stärke, glaube ich. Noch nie. So. Und dann ist du gefälligst tief genug. Danke.
Sind wir keine Raises am Küstenrand. Ich kann es ein bisschen so beschleunigen. Für 10 Minuten mal. So, hier rauf, glaube ich, war das. Ja. Jupp-di-lup-dup-dup. Dann hier rauf, genau. Wir machen uns einen Spaß. Gut. Also ich muss sagen, hinten die Animation am Wasserfall, wo das Wasser dann abspritzt, sehen nicht so hübsch aus. So. Und hier wollen wir hin. Ich soll selbst einen Weg hineinfinden. Na gut, werde ich machen. Jetzt Tauching. Ah. Es ist, glaube ich, wieder einer der Sprüche. Meine Lieblingssprüche zur Geltung, der irgendeinen Grund nicht anvisieren lässt. Dann halt nicht. Pack halt Lorizil aus. Gott, ey. Dieses eklige nach hinten ausweichen. Das geht sowas auf den Sack. Ich weiche nach hinten aus. Ich kann mit jedem Schaden parieren. Ein Drache haucht mich an. Mit einem. Ich weiche nach hinten zurück. Es macht keinen Schaden. Bullshit. Nochmal stirb. Stirb. So. Hier mit Tränken wieder voll stopfen, damit ich wieder Leben wieder voll kriege. Ich viel zu unsinnig verloren habe. Und würde vernichten. Keine Sorge, es wurden keine Zombies im Video verletzt. Jetzt haben wir Skelette am Hals, die mal wieder keinen Schaden nehmen. Doch. Oh, sie weicht mal nicht nach hinten zurück. Doch, sie weicht nach hinten zurück. Hinten zurück war ich jetzt echt ätzend. Nur Zombies sind Meister, die hinten zurückweichen. Aber wenn der Wand hier ist, dann können sie nicht mehr. Immerhin. Auch so typisch nach hinten zurückweicher. Aua. Der Schaden. Typische Zombies, sie machen sie Resident Evil. Sie hängen an der Grafikquest.